Jetzt müssen die Angriffe einfach kommen. Jetzt müssen sie kommen. Der Schlussgang ist gestellt. Der Schlussgang ist gestellt. Das Publikum, die 12.000 hier, hat keine Freude. Und jetzt müssen wir einfach warten, bis wir Informationen bekommen. Uns fehlt hier effektiv ein bisschen der Überblick. Wir haben jetzt alles 2-3 Mal durchgerechnet und jetzt fällt irgendwo irgendjemand an zu jubeln. Der Schwingerkönig läuft Arme. Läuft Arme, gewinnt also wieder einen tollen Tag für sie zum Abschluss noch. Weißt du, wie man ist? Keine Ahnung. Weißt du? Was meinst du? Fehlt Ihnen das Wort jetzt, dass Sie gewonnen haben? Ich sage ja. Ich bin ein bisschen sprachlos. Der Abtrag, der Jörg. Makulos heute. 5 Kämpfe, 5 Mal gewonnen. Oh, Jörg Abtrag ist auf dem Rücken! Ja, der Kampf ist vorbei! Die große Masse. Martin ist der Sieger! Auf der unsponnen Matte 2006. Unglaublicher Sieg. Unglaublicher Sieg. Was geht jetzt Ihnen vor? Ja, eine riesige Freude, eine riesige Genugtuung. Als grosses Fest zu gewinnen, ist ein Wahnsinnsgefühl. Der Martin Draht macht es dramatisch. Perfekt für die Emotionen. Er bodigt der Dominator von der Gegenwart und von dieser Saison. Das ist Daniel, gewonnen gegen Imfeld Peter, gegen Dick Christian Zolk, Thomas gestellt, gegen Fona Benji, gewonnen gegen Gnägi Florian, ein super Notenblatt. Und jetzt! Es ist passiert, der Bösch! Der Bösch Daniel holt sich einen eidgenössischen Titel, unsponnen Sieger 2001. Gebt uns einen Einblick in euer Innenleben, wie sieht es aus? Unbeschreiblich. Das ist einfach mein absoluter Karrierepunkt. Ich habe es geschafft, was ich will erreichen wollte. Die kleine Revanche vom Eidgenössi, wie ich dort hinausgeschwungen habe. Heute zeigt, was ich konnte. Ja, hat er verdient. Oh, 1999, Schlussgang. Rüfenacht Silvio gegen Vogel Christian gestellt. Lachende Dritte und Festsieger. Abterhalden Jörg wiederholt sich das Szenario. Der Stucki jetzt. Der Stucki! Und in eine ganz gute Situation. Der Stucki! Der Stucki! Eine Minute vor Ablauf. Unglaublich. Da hat er alles noch rausgeholt, der Stocki. Vorne waren die Leute um ihn herum und ihr habt auch gesungen, die Werner Gumpen ist kein Werner. Aber selber hat er nicht mehr gegumpen. Seid ihr völlig platt? Ja, ich bin schon gerade ein bisschen am Ende. Es war ein happiger Schlussgang. Der Orlik hat mir nichts geschenkt. Oder der Gurdin, Entschuldigung. Gottes Bild.